Vielen Dank, Frau Präsidentin, sehr geehrtes Präsidium, sehr geehrte Abgeordnete. Einmal ganz kurz zur Landeszentrale für politische Bildung. Bisher, wir können ja nur über das Bisher reden, alles andere, was Sie hier von sich gegeben haben, ist ja nur ein Bekenntnis, was Sie in Zukunft machen wollen. Bisher ist, wenn ich diese Webseite anklicke, der Landeszentrale für politische Bildung, kommen mir da so Sachen wie eine Ausstellung, mein Kind ist rechts, was tun? So, jetzt muss ich mal fragen, was haben Sie gegen rechts? Die Union hat einen rechten Partner, die CSU, die seit Jahrzehnten regiert im Bundestag. Was haben Sie gegen rechts? Ne? Wir haben etwas da. Ja, Sie reden. Ne? Also die Landeszentrale für politische Bildung vermischt, sie trennt nicht. Sie vermischt in gefährlicher Weise rechts mit Rechtsextremismus und Rechtsradikalität. Und das bemängeln wir und deswegen finanzieren wir das nicht weiter. Und wenn noch jemand sagt, dieses Instrument braucht man, weil die ja politisch aufklären, dann geben Sie mal einen in der Suchmaske oben, CDU zum Beispiel, was denken Sie, wie viele Beiträge Sie da finden? Da finden Sie 3 Beiträge, die Ihnen da angezeigt werden. Nein, ich beantworte keine Zwischenfragen. Wenn Sie AfD eingeben, dann finden Sie über 40 Beiträge und die lesen Sie mal durch, da schlackert man mit den Ohren. Das ist nämlich ein politisches Kampfmittel, was hier benutzt wird und staatlich finanziert wird und das ist mit uns halt nicht zu machen. Finanzieren Sie sich in Zukunft alle Ihren Wahlkampf selber, aber nicht über solche Einrichtungen. Ich glaube, es ist unter uns allen unstrittig, dass Vereine ein elementarer Bestandteil unserer Gesellschaft und unserer demokratischen Grundordnung sind und dabei ein weites Spektrum von Organisationen und Aktivitäten abdecken. So ist der Breitensport im Verein Sport für alle. Die Vielfalt entspricht dem Bedürfnis eines Großteils der Bevölkerung nach sportlicher Aktivität in Gemeinschaft, unabhängig von Alter, Geschlecht, Herkunft und Leistungsvermögen. Sport bietet viel. Vom Sport wird auch viel erwartet. Vom Erhalt und der Verbesserung der körperlichen Leistungsfähigkeit über den sportlichen Vergleich, die Pflege sozialer Kontakte bis hin zur Förderung von Gesundheit und Wohlbefinden. Als Lern- und Lebensort in der Freizeit leistet er einen wichtigen Beitrag zur Persönlichkeitsentwicklung von Kindern und Jugendlichen, indem er ihre sportlichen und sozialen Talente fördert und sie im olympischen Geist erzieht. Das ist die Bildung, die wir uns wünschen, die ist viel besser, als es die Landeszentrale leisten kann. Mit dem Anspruch, die selbstbestimmte, gleichberechtigte und gleichwertige Teilnahme und Teilhabe von Menschen mit und ohne Behinderung im und durch den Sport zu ermöglichen, stellt er sich einer gesamtgesellschaftlichen Aufgabe der Inklusion. Und das alles soll der Sport leisten können und vieles davon kann er leisten. Aber, meine Kollegen, der Sport kann es aber nur leisten, wenn er mehr Unterstützung erhält. Und die mit Abstand größte Unterstützung erhält der Sport durch all diejenigen, die sich selbst im Sport engagieren, ehrenamtlich in ihrer Freizeit, oft jahrelang. Und all diesen Leuten gebührt unsere volle Anerkennung, meine Damen und Herren. Und wenn wir über Sport in Mecklenburg und Vorpommern reden, dann reden wir über mehr als 250.000 Sportler in fast 2.000 Vereinen. Aber zur Wahrheit gehört auch, dass man allein mit freiwilligen und bürgerschaftlichen Einsatz diese vielfältigen Aufgaben nicht bewältigen kann. Hier ist auch das Land gefragt. Hier braucht es neben ideeller Unterstützung durch Ehrung und dergleichen vor allem eins, nämlich Geld, meine Damen und Herren. Es braucht finanzielle Hilfe und Unterstützung als kontinuierliche Förderung. Damit neben ehrenamtlichen Betreuern auch professionelle Trainer und Übungsleiter ihr Wissen und Können weitergeben können. Damit all diejenigen, die besonders Kindern und Jugendlichen enorm wichtigen Angebote zur sinnvollen Gestaltung ihrer Freizeit machen, für ihren Einsatz nicht auch noch finanzielle Nachteile in Kauf nehmen müssen. Damit auch körperlich und geistig beeinträchtigte Menschen den Sport mit all seinen Anstrengungen und Freuden ausüben und genießen können. Aus all diesen und noch vielen anderen Gründen sind wir zuerst einmal froh, dass die Landesregierung doch noch beschlossen hat, wie die Frau Ministerin schon ausgeführt hat, den Haushaltstitel zur Förderung vom Ehrenamt im Kinder-, Jugend- und Behindertensport in Höhe
von 250.000 Euro jährlich einzurichten. Der war nämlich am Anfang nicht da. Und somit die im Sportförderungsgesetz verankerten 8,7 Millionen auf 8,95 Millionen erhöht. Soweit so gut. Aber, Frau Ministerin Hesse, diese Summe ist nicht ausreichend. Herr Kollege Abgeordneter, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Abgeordneten Ehlers? Nein, mache ich nicht. Nein, Herr Ehlers. Aber, Frau Ministerin Hesse, diese Summe ist nicht ausreichend, um den vielen Menschen, die sich im Sport engagieren, die flächendeckende und notwendige Grundlage und Basis zur Ausübung ihres freiwilligen Einsatzes zu gewährleisten. Aber genau darauf kommt es an. Und im Sportförderungsgesetz steht auch, dieser Festbetrag ist regelmäßig in zeitlichem Abstand von 5 Jahren hinsichtlich des Bedarfs durch die Landesregierung zu überprüfen und anzupassen und soll für die Weiterentwicklung des Sports erforderliche Planungs- und Finanzierungssicherheit gewährleisten. Also das, was Sie eben ausgeführt haben, ist Ihre Pflicht, das ist kein Geschenk. Und das werden wir kontrollieren, meine Damen und Herren. Sehr geehrte Gäste und Kollegen, wir hätten uns hier deutlich mehr gewünscht und deshalb haben wir den Antrag eingebracht, die jetzt auf unseren Druck hin eingestellte jährliche Summe von 250.000 Euro auf 500.000 zu verdoppeln. Wir denken, die vielen engagierten, sportbegeisterten Menschen in Mecklenburg und Vorpommern haben mehr verdient, mehr Wertschätzung, mehr Einsatz in der Politik, mehr Einsatz der Politik und mehr finanzielle Unterstützung. Vielen Dank, meine Damen und Herren.